Einsiedlerkrebs, Steinkrebs, Autor Seltsam McKenzie. Die Filmbilder hat der Autor auf den Sunda-Inseln gedreht zu der Überfamilie der Einsiedler und Steinkrebse, Klammer auf Paguroide, Klammer zu. Zählen vier Familien der Einsiedlerkrebse und die zwei Familien der Stein- und Königskrabben, Klammer auf Lithodidae, Klammer zu, und die Pylochelidae. Sie haben ihren Namen, weil sie so wie der griechische Philosoph Diogenes in einem Weinfass lebte, in Schneckenhäusern oder ähnlichen hohlen Gegenständen leben. Dieses Verhalten ist für sie lebensnotwendig, da ihr Abdomen, Klammer auf Hinterleib, Klammer zu, weich und ungeschützt ist und Fressfeinden als Angriffspunkt dienen kann. Im Laufe des Wachstums werden immer größere Schneckenhäuser zum Tausch benötigt. Einsiedlerkrebse haben als Zehnfußkrebse, Klammer auf Dekapoda, Klammer zu, fünf Gliedmaßenpaare, ein Paar Scherenbeine, zwei Paar Laufbeine, die Schneckenhaus ragen und zwei Paar kleinere, verkümmerte Beine, mit denen sie das Schneckenhaus festhalten. Die Familien der linkshändigen Einsiedlerkrebse, Klammer auf Diogenidae, Klammer zu, und der rechtshändigen Einsiedlerkrebse, Klammer auf Paguridae, Klammer zu, unterscheiden sich durch die Seite, an der sie das größere Scherenbein tragen, mit dessen Hilfe sie den Eingang ihres Gehäuses verschließen. Es gibt auch sessellebende Paguroiden, die zum Beispiel in Steinkorallen der Gattung Porites leben und mit ihren zu Fangnetzen umgewandelten Fühlern Plankton fangen. Die Landeinsiedlerkrebse, Klammer auf Cornobitidae, Klammer zu, bekannt ist beispielsweise der Palmendieb, verbringen ihr ganzes Leben außer dem Larvenstadium an Land. Ins Wasser gehen sie nur, um ihre Kiemenkammern mit Wasser zu füllen und die Weibchen, um die Larven nach ihrem Schlupf dorthin zu entlassen. Neben den Einsiedlerkrebsen gehören noch die zwei Familien der Stein- und Königskrabben, Klammer auf Lithodidae, Klammer zu, und die Pylochelidae zur Überfamilie, Klammer auf Paguroidea, Klammer zu.